Und damit willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil von Rasant. Road to Rio heißt es jetzt wieder bei uns. Wir begleiten ja Hamburgs Athletinnen und Athleten auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2016. Heute wieder mit einer ganz tollen Sportart. Es geht ums Trampolinturnen. Und wir haben natürlich einen der besten Deutschen dieser Zunft hier mit Daniel Schmidt. Daniel, ich grüße dich, herzlich willkommen. Moin, hallo. Schön, dass du da bist. Trampolinturnen, freue ich mich wirklich schon die ganze Zeit drauf. Ich war am Wochenende, habe ich dem Daniel schon gesagt, selbst Trampolinspringen im Indo-Spieleparadies in Ahrensburg. Ich war, glaube ich, nicht ganz so gut wie du, aber fast nicht. Ich bin nur ein Mädchen, Meter hochgesprungen. Deswegen eine außergewöhnliche Sportart, über die wir sprechen wollen. Daniel, Olympia, wir sagen Road to Rio. Wir müssen gleich am Anfang sagen, es wird relativ schwierig für dich nach Rio, ne? Vielleicht kannst du mir erklären, wie da der Modus ist oder wie es funktioniert. Ja, es ist leider sehr schwer geworden, weil die größte Qualifikationschance, die war schon letztes Jahr im November bei den Weltmeisterschaften. Und es besteht jetzt noch eine minimale Chance, sich im April zu qualifizieren. Das sind die Test-Events in Rio selber. Nur da müssen wir jetzt darauf hoffen, dass da ein Deutscher dran teilnehmen darf. Klar, aber natürlich wirst du bis zuletzt dran glauben, darauf hoffen. Was sind die stärksten Nationen aktuell? Ja, die stärksten Nationen sind auf jeden Fall China ganz weit vorne. Dann ist Russland und Weißrussland auch noch mit weit vorne. Und Japan gehört auch immer sicherlich noch dazu. Und ja, dann kommen die westeuropäischen Staaten auf jeden Fall noch dazu. Und ja, USA, Kanada auch noch. Ja, nun ist Trampolinturnen was Besonderes, wobei es kennt natürlich eigentlich jeder. Jeder ist schon mal Trampolin gesprungen, aber das Ganze so professionell zu machen wie du ist natürlich schon was Besonderes. Wie bist du damals denn überhaupt als Kind drauf gekommen? Ich glaube, der Papa war schuld, oder? Ja, nicht nur der Papa, sondern auch schon mein Großvater. Okay. Wir sind mittlerweile die dritte Generation. Sag ich mal, vor 50, 60 Jahren hat das Ganze in Deutschland erstmal angefangen. Da hat sich Trampolin entwickelt, da hat mein Großvater das alles großgezogen. Dann hat er meinen Vater mal mitgenommen zum Training. Mein Vater war dann sogar 86 mal Vize-Weltmeister. Ja, und dann hat mein Vater mich immer schon klein auf an mit in die Halle genommen. Und dann, seit ich vier bin, bin ich eigentlich immer in der Turnhalle. Stark. Hattet ihr auch immer eins im Garten oder im Zimmer? Obwohl im Zimmer ist nicht so... Ja, im Zimmer reicht es mittlerweile nicht, nicht mehr, das große, richtige Wettkampfgerät. Aber im Garten hatten wir auf jeden Fall eins. Mittlerweile auch nicht mehr, weil sich das nicht mehr richtig lohnt für Wettkampftraining. Aber ein im Garten war auf jeden Fall... Immer fast täglich in Betrieb. Wann hast du denn selbst gemerkt, Mensch, das kann ich ja gut? Wahrscheinlich relativ schnell, wenn du schon das in den Genen hast. Aber trotzdem, irgendwann muss ja so der Punkt kommen, wo man denkt, okay, ich kann tatsächlich mit der deutschen Spitze sowieso, aber auch international mithalten. Ja, so gemerkt hat das eigentlich mein Vater. Der hat mich schon mit 6 gefragt, du hast ein gewisses Talent dafür. Willst du das ein bisschen leistungsmäßiger machen und dann auch 2-3 Mal die Woche trainieren? Und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall machen wir so. Und dann, seit ich 12 bin, darf ich an deutschen Meisterschaften teilnehmen. Und da kamen gleich die Erfolge. Mittlerweile habe ich jetzt 18 Titel schon geholt und der Erfolg hält dann natürlich auch am Ball, aber auch das Ganze drum und dran. Ja. Und es sieht ja immer so einfach aus, aber es ist schwer. Und um den Zuschauern das auch zu vermitteln, haben wir ja unseren rasenden Reporter Nico, der ja jede Sportart ausprobiert und bisher auch verletzungsfrei geblieben ist beim Trampolinturnen. Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, weil ich weiß, wie schwierig es ist. Nun hat er natürlich den besten Lehrmeister an der Seite gehabt. Ich glaube, sogar dein Papa war auch mit dabei. Ja, mein Vater war auch mit dabei. Also doppelte Unterstützung für ihn. Wie er sich geschlagen hat, das wollen wir uns mal anschauen. Nico Pommerenke in Gefahr quasi beim Trampolinturnen. Mein Ziel, der Rückwärtssalto. Ein langer Weg. Ja, die Hemmung liegt einfach daran, dass man rückwärts erstmal über den Kopf rüber muss. Und da hat man halt vielleicht Respekt, sag ich mal, der auch gesund ist. Trampolin-Trainingseinheit mit Daniel Schmidt aus der deutschen Nationalmannschaft. Der Team Hamburg-Athlet nimmt mich unter seine Fittiche und zeigt mir schon beim Warmmachen ganz fiese Übungen. Ja, ich merke das schon. Gut, dann können wir das Ganze jetzt am Bauch liegen. Zuerst geht es dann aufs kleine Übungstrampolin. Schon jetzt merke ich, wie groß hier Körperbeherrschung geschrieben wird. Da fehlt mir noch einiges. Aber trotzdem, Daniel glaubt, ich sei bereit für das große Wettkampftrampolin. Ich komme meinem Ziel, dem Rückwärtssalto, also ein kleines Stückchen näher. Zunächst aber ein paar leichte Übungen. Das Ganze unter den kritischen Augen von Vater und Trainer Olaf Schmidt. Ja, dafür, dass er noch nie auf so einem Trampolin gestanden hat, muss ich sagen, bin ich recht positiv überrascht. Ne? Man sieht zwar, er hat sehr viel Respekt vor dem Trampolin und vor den einzelnen Sprüngen, aber ich glaube, mit ein bisschen Übung kann er vielleicht noch das eine oder andere lernen. So, jetzt ist es soweit. Das will ich auch. Mit doppelter Hilfestellung gibt es die ersten Versuche. Ich möchte den ersten Rückwärtssalto meines Lebens stehen. 2 hier in 4.
Die ersten Anläufe spüre ich pure Angst um meinen Kopf- und Nackenbereich. Aber mit ein paar professionellen Tipps wird es schon etwas besser. Ein paar Mal lande ich sogar schon auf den Beinen. Nach knapp 15 Versuchen verschärfen wir das Ganze. Nur noch Daniel gibt mir Hilfestellung. Sein Papa sorgt für die Sicherheit, schiebt eine Matte in die Landezone. Mit nur einem starken Mann an der Seite wird das Ganze nicht gerade leichter. Doch dann. Ein blitzsauberer Rückwärtssalto. Daniel musste kaum nachhelfen. Premiere für mich. Noch ein paar Fehlversuche, dann stehe ich den zweiten. Doch kein Zufall, oder? Also bin ich eigentlich mit meiner Leistung ganz glücklich, bis Daniel mir die letzten 4 Sprünge seiner Kür zeigt. Der letzte Sprung war ein Doppelsalto rückwärts gestreckt mit 3 Schrauben. Der ist schon relativ schwer, aber um international dabei zu sein, ist er mittlerweile Standard. Da bleibt einem echt der Atem weg. Daniel Schmidt, einer der spektakulärsten Sportler aus dem Team Hamburg 2016. Sensationelle Bilder, du. Ja, meine Herren, bevor wir über dich weitersprechen, natürlich ein Wort noch zu Nico. Man muss schon sagen, was geben wir für eine Note 3-4? Das war schon ganz okay, ja, ne? Ja, also auf jeden Fall, von was er aufgenommen hat und wie er den Rückwärtssalto jetzt gelernt hat, kann man ihm schon 2 auf jeden Fall geben. Du hast ja wahrscheinlich mit vielen Menschen schon zu tun gehabt, die das erste Mal so richtig raufgehen. Es tun sich wahrscheinlich alle gleich schwer am Anfang, oder? Ja, also die vorher alle noch keine Berührung mit dem Trampolinturnen hatten, die haben echt Probleme allein schon mit dem Gleichgewicht und denken dann immer, sie sind vielleicht 2-3 Meter hoch, obwohl sie dann erst nur einen halben Meter oder einen Meter hochspringen. Ja. Was waren bei Nico die größten Probleme noch? Oder ist es einfach auch immer die Orientierung, wo man ist, auch das Trauen? Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Rückwärtssalto gemacht, wo man erst denkt, natürlich mache ich, aber die Überwindung dann auch, den Mut sozusagen? Also er sagte ja, der Rückwärtssalto, da hat er selber Respekt vor und ein bisschen Muffensausen, sage ich mal. Das ist auch ein bisschen gesunder Menschenverstand, weil man rückwärts über den Kopf springt. Dann denkt man erst, da könnte was passieren, aber wenn man über den höchsten Punkt hinweg ist, das hat er im Nachhinein dann auch gemerkt, dann hat man eine bessere Orientierung und das hat er dann gut und schnell verstanden. Nun hat man bei dir gesehen, wie hoch es gehen kann, bis zu 8 Meter hoch. Und die Trampolinfläche, finde ich, ist gar nicht so breit. Wie groß ist die Fläche genau, wo du aufkommen kannst? Also das Trampolin an sich selber ist 3x5 Meter und dann aufgrund der Abdeckung, das Trampolintuch selber ist ein bisschen schmaler. Und ja, wenn man jetzt so 7-8 Meter hoch springt, dann sieht das von oben immer aus wie eine Briefmarke. Und das ist halt die Kunst, nachher wirklich dann immer in der Mitte zu springen. Vor allen Dingen dann mit Salto und Schraube ja. Ja. Aber es passiert toi 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 zum Glück relativ wenig, oder? Ja, aufgrund des Trainings und, sag ich mal, der Routine, die wir haben und weil man immer mit dieser Sicherheitsmatte, die man auch bei meinem Vater gesehen hat, kann man schon viele Verletzungen vorbeugen. Und wir haben es auch in dem kleinen Clip gesehen, eine gesunde Erwärmung gehört auch auf jeden Fall dazu, weil sonst kann man sich an den Bändern gerne mal leicht verletzen. Hattest du mal einen ernsthaften Unfall? Ja, leider. 2012, da hatte ich mir mein rechtes Sprunggelenk ausgekugelt. Das war auch in einem Wettkampf. Und bist du daneben die Matte gekommen? Nee, oder? Ich bin genau auf dem Trampolin gelandet bei diesem Sprung. Doppelsalto rückwärts gestreckt mit 3 Schrauben, hatte ein bisschen wenig Schwung und dann bin ich knapp aufgekommen. Das Erste, was ich dachte, Mist, ich krieg Punktabzug, weil ich hingefallen bin. Und dann habe ich aber meinen Fuß gesehen, dass der 90 Grad zur Seite stand. Ist vielleicht nicht so schön zu sehen oder zu hören, aber ich sag mal, es ist alles gut gegangen. Ein halbes Jahr später stand ich schon wieder auf dem Trampolin. Okay. Und ein Jahr später habe ich auch schon wieder eine Übung mit Dreifachseil geturnt und konnte international starten. Wir wollen uns noch mal ein paar Bilder von dir anschauen, von deiner Kür. Vielleicht kannst du dabei dann auch mal erklären, worauf es eigentlich letztendlich ankommt. Es sieht einfach sehr, sehr spektakulär aus. Ja. Auf was achten die Kampfrichter dann auch? Ja, also, was ich eben schon sagte, die Kunst ist einmal in der Mitte zu bleiben. Wenn man das von oben sieht oder aus anderen Winkeln, hat man so ein Kreuz gesehen in der Mitte. Das ist einmal das Ziel und dann muss diese Position der Streckung immer ab 12 Uhr, sagen wir, gehalten werden. Und dann die Orientierung zu behalten mit den ganzen Schrauben. Und man muss halt 10 verschiedene Übungsteile machen. Man darf jetzt keinen Sprung wiederholen. Das war jetzt zum Beispiel noch der Dreifachsalto, gebückt mit halber Schraube, Triffes B genannt. Das ist der Standard in der heutigen Übung, sag ich mal, international am Anfang. Und wer den nicht kann, oder da müssen eigentlich noch 2-3 andere
Dreifachseil die Folgen, damit du mithalten kannst. Boah. Und dann kommen halt immer die, wie du sagst, Chinesen oder Russen und bringen dann nochmal und machen vierfach und fünffach dann irgendwann. Ja, noch nicht ganz, aber... So ein Trainingsalltag, wie sieht der bei dir aus? Du gehst bestimmt ein-, zweimal pro Tag dann auf die Matte und machst dann, wie viele Sprünge kann man das, zählst du dann mit oder weißt du, wie viel du machst? Ja, also wir sagen immer so, um die 300 Sprünge am Abend machen wir schon. Eine Trainingseinheit geht 1,5 bis 3 Stunden, je nachdem, wie wir die Trainingszeiten haben. Und dann sind wir aber nicht die ganze Zeit durchgehend auf dem Trampolin, sondern machen auch viel Schnellkraft nach unten und Beweglichkeit. Und ja, und dann versuche ich im Moment morgens immer noch eine Einheit zu machen, ab und zu. Ich bin zurzeit freigestellt von der Polizei Hamburg und das ist ein großes Plus, sag ich mal, was ich bekommen habe, dass ich da die Freiräume bekommen habe, um eventuell jetzt noch den Weg Richtung Rio zu gehen. Ja, das heißt, du trainierst professionell, verdienst natürlich leider, wie die meisten olympischen Sportarten, nicht professionell, bist nebenbei Polizist. Ja, genau. Aber im Moment sozusagen ein bisschen ruhiger, trittst du ein bisschen ruhiger? Ja, freigestellt extra für den Sport, aber ansonsten bin ich ein ganz normaler Schutzmann, der auf der Straße steht, Verkehrsunfälle aufnimmt und auch bei Demonstrationen in erster Reihe steht mit voller Montur. Und wenn ein Räuber wegläuft, dann springst du dem auch mal hinterher. Einfach hinterher, quasi. Nun ist Trampolin, ich habe schon am Anfang gesagt, jeder ist mal Trampolin gesprungen und Kinder, zum Beispiel meine Kinder auch, springen unglaublich gerne Trampolin. Eigentlich habe ich auch meistens gehört, das ist auch was Gutes für Kinder. Ab und zu hört man immer, Mensch, da kann man sich auch verletzen, aber grundsätzlich für kleine Kinder, oder würdest du auch sagen, immer rauf? Ja, also ich kann nur sagen, alles was mit Turnen zu tun hat und besonders Trampolin, das schult die Kinder sehr gut vom Bewegungsgefühl. Und wir fangen bei uns mit 4 Jahren schon an und man sieht das schon bei den Kleinen, das macht denen einfach riesen Spaß. Und wenn man mit Spaß an den Sportart erstmal rankommt, dann kann man da auch was weiterentwickeln. Und ja, es ist für den Körper einfach gesund. Und es ist wahrscheinlich wie bei so vielen Sportarten, wenn man es im Rahmen macht, ist es super gesund. Wenn man es so wie du machst, vielleicht noch halb gesund, oder? Ja, man hat natürlich seine kleinen Wehwehchen ab und zu und deswegen lasse ich mich auch 2-3 Mal die Woche immer pflegen beim Olympischen Schützpunkt mit Physiotherapie. Aber ich sag mal, das gehört bei jedem Leistungssportler irgendwie dazu, dass man sich auch noch pflegen lässt oder auch selber was dafür tut, dass man sich gesund ernährt, ausdehnt und dann auch mal vielleicht das Bein ein bisschen kühlen muss, wenn man eine leichte Überreizung hat. Es ist ja, glaube ich, eine irre Kraft, die da wirkt, ne? Genau. Wenn man aus 8 Metern aufkommt, das ist bestimmt doch schon mal richtig berechnet worden. Wir haben das schon mal berechnen lassen. Wir hatten vor 1,5 Jahren hatten wir wissenschaftliche Tests sogar gemacht mit so Leuchtdioden und Kraftmessplatten unter dem Trampolin. Da wurden dann mal die G-Kräfte gemessen und die sind bei jedem Sprung, was wir eben gesehen haben, jetzt zwischen den Doppelsalti, liegen bei 15 bis 17 G. Oh, und das also jetzt viel. Das nur mal jetzt auf die Waage gebracht, wäre das über 1 Tonne jedes Mal. Boah. Das dehnt sich natürlich auf diesen Meter aus, die sich das Trampolin ausdehnen. Und am Ende der Übung, das Stehenbleiben selber, da haben wir eine Belastung einmal gemessen in meinen Knien und Sprunggelenken bei 55 G. Das wären einfach mal 3,5 Tonnen. Oh. Und also da sieht man mal, was das für Kräfte sind und was die Beine aushalten müssen. Ja, aber Beine, Füße machen bei dir noch alles mit? Alles gut. Keine Kategorie. Lass uns zum Schluss noch einen Blick voraus wagen, was deine persönlichen Ziele und Träume noch sind. Klar, nächster Schritt jetzt, 2016 Rio wäre schön. Auf jeden Fall. Also Träume und Ziele sind auf jeden Fall die Olympischen Spiele. Und ich sag mal, ich bin jetzt mit 24 Jahren auf jeden Fall noch in dem Alter, dass ich auch noch saujung bis Tokio auf jeden Fall machen kann. Und von daher sind die Wege jetzt erstmal noch so gerichtet, alles erstmal auf Rio. Wir haben auch noch eine Europameisterschaft dieses Jahr, Anfang April. Da versuche ich natürlich auch Richtung Finale zu kommen, die Top 8. Und ja, eine deutsche Meisterschaft zählt auch immer was für uns. Und was könnte man noch verändern, mehr tun? Kann man dann sagen, noch mehr trainieren, Training nochmal umstellen? Oder wie kann man dann theoretisch noch den nächsten Schritt machen? Ja, der nächste Schritt wäre jetzt, den ich im Moment schon gemacht habe, dass ich jetzt freigestellt bin von der Polizei. Noch mehr Zeit hast? Ja, genau, dass ich diese 2 Mal am Tag Training auch wirklich umsetzen kann und dann öfter mal jetzt zusammen mit anderen zusammen trainieren oder ein Trainingslager im Ausland zu machen, weil das sind auch immer Erfahrungen. Ich hatte jetzt letztes Jahr noch kurz nach der Weltmeisterschaft die Ehre, dass ich nach Japan durfte und jetzt da in so einem Trainingscenter direkt in Tokio zu trainieren, das war schon beeindruckend. Eine tolle Geschichte auf jeden Fall. Mensch Daniel, du, dann werden wir deinen Weg auf jeden Fall verfolgen und drücken dir natürlich alle Daumen, dass es weiter so erfolgreich läuft, dass es vielleicht auch noch mit Rio klappt. Ja. Und so haben wir also den nächsten Top-Athleten und spannenden Athleten aus dem Team Hamburg kennengelernt. Letztes Mal war ja mit Martina Traidos eine Judoka da, auch sehr, sehr spannend, Trampolinspringen, aber Trampolinturnen habe ich gelernt extra, nicht minder spannend. Daniel, viel Erfolg weiterhin und vielen Dank vor allen Dingen für den Besuch heute. Vielen Dank. So, liebe Zuschauer, das war rasant für heute. Das war unser Road to Rio und ich sage danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
präsentiert von ProSharing. So sparen Sportvereine.